Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Andreas hat gerade eben gesagt, für den Senat ist nur wichtig die große Zahl, dass möglichst billig wäre. Wenn Sie wenigstens das auf die Reihe bekämen, wäre uns in einigen Bereichen schon gut getan. Aber nicht einmal das bekommen Sie hin. Vor fast zwei Jahren hat der regierende Bürgermeister, der hieß damals noch Wovereit, ich weiß nicht, wer sich noch an die Ära erinnert, angekündigt, wir würden im Bereich studentisches Wohnen 5.000, schöne große Zahl, 5.000 neue Wohneinheiten oder Wohnplätze bekommen, ganz schnell, weil wir mittlerweile in Berlin über 150.000 Studierende haben und für maximal 6% dafür tatsächlich ein eigenes Angebot über unser Studentenwerk, wo Sie auch kurzfristig, wenn Sie zum Beispiel einen NC-Studienplatz dann doch in Berlin bekommen haben, eine Wohnung bekommen. Was ist davon gebaut? Wie viele Wohneinheiten haben wir mittlerweile nach zwei Jahren? Null. Nicht eine einzige. Ich kann euch auch sagen, woran das liegt, weil es nämlich dem Senat, und da ist der Senat von Herrn Müller mit Herrn Geisel als neuem Senator, der dafür zuständig ist, für alles, was Bauen betrifft, in schöner Nachfolge und direkter Übernahme der Politik-Idee von Wovereit genauso dabei wie der letzte. Es zählt die Ankündigung der großen Zahl. Es zählt nicht mal die Umsetzung der großen Zahl, es zählt nur die Ankündigung. Und genau das wird übrigens auch mit den Planungen, die im Moment diskutiert werden, auch im Bereich studentisches Wohnen und immer, wenn die den Mund aufmachen, über Wohnungspolitik weiter betrieben. Es wird angekündigt, aber kein Stein auf den anderen gesetzt. Und damit, ehrlich, muss Schluss sein, finde ich. Warum spreche ich über studentisches Wohnen? Studentisches Wohnen ist sozusagen einerseits eine Sonderform. Es gehört definitiv zu dem, was unsere Berliner Mischung ausmacht. Und Studierende sind, auch weil sie viele sind, auch ein relevanter Akteur auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Manchmal in einer Art und Weise, die sie selber überhaupt nicht gut finden, weil auch Studierende überproportional auf preiswerten Wohnraum angewiesen sind und Wohnraum, den sie schnell finden. Wer Anfang September die Zusage für den Studienplatz in Berlin bekommen hat, braucht ziemlich gleich eine Wohnung, weil die Vorlesungszeit, die beginnt spätestens am 15.10. Und da wollen die Leute nicht im Hotel wohnen, die können sich das auch gar nicht leisten. Die brauchen sehr schnell was und dafür ist unser Studentenwerk da. Was passiert aber? Das Studentenwerk darf da nicht selber bauen. Stattdessen wird seit zwei Jahren drüber gefeilscht, wie wir eigentlich zu mehr Wohnungen kommen. Und da möchte ich dann noch eine Zahl noch mal mit reinwerfen. 224 Euro ist die Wohnkostenpauschale im Rahmen eines BAföG-Höchstsatzes für Miete, Warm, inklusive Strom und alles, was so dazugehört. Kurze Frage, wohnt jemand von euch für diesen sensationell geringen Preis und hat einen relativ neuen Mietvertrag? Ich glaube, es werden die allerwenigsten sein. Ein Finger, zwei Finger sehe ich. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt wirklich Glück gehabt. Sowas ist kaum zu finden. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen jetzt bauen, haben das mal durchgerechnet. Das Problem ist, alles, was ausgerechnet worden ist, liegt bei mindestens 300 Euro. Und liebe Freundinnen und Freunde, statt dass der Senat sagt, so geht's offensichtlich nicht, wir müssen was tun, heißt es, ja, jetzt wird die Berlinovo bauen, keine Ahnung, was dabei für Mieten rauskommen, keine Ahnung, wer das finanziert. Liebe Leute, das ist nicht gut für den Wissenschaftsstandort Berlin. Das ist auch nicht gut für die Leute, die auf dem freien Markt eine preiswerte Wohnung haben wollen, weil die sind nämlich mit den Studierenden als konkurrierendem Akteur auf dem Wohnungsmarkt konfrontiert. Damit ist niemand glücklich. Das ist eine unsinnige Struktur und lieber lasst uns doch gemeinsam dafür streiten, dass der BAföG-Satz an der Stelle erhöht wird und dass das Studentenwerk mehr Wohnplätze zur Verfügung stellen kann, weil das ist überfällig in dieser Stadt. Danke.